Nun, nun, alle miteinander. Anscheinend wird unsere ungebildete, einfache Schwiegertochter für uns singen. Los, komm schon auf die Bühne, du hässliches Entlein, kicherte meine Schwiegermutter. Es war der Hochzeitsempfang meiner Schwägerin und sie hatte mich aufgefordert, ein Solo zu performen. Wie üblich findet meine Schwiegermutter immer einen Weg, mich herabzusetzen. Ihre Dreistigkeit, mich sogar bei so einem freudigen Anlass wie der Hochzeit meiner Schwägerin zu demütigen, ist für mich unbegreiflich. Was dauert so lange? Beeil dich! Sie wird ungeduldig, ihre Stimme wird härter. Okay, dann. Entschuldigen Sie mich. Ich stand von meinem Sitz auf und ging langsam zur Bühne. Mein Name ist Erika, 33 Jahre alt. Ich lebe in einem Haus mit meiner 4-jährigen Tochter Janice und meinem Ehemann Paul, der genauso alt ist wie ich. Wir sind in unserem 8. Ehejahr. Meine Eltern verlor ich als Kind und wurde danach von meinen Großeltern großgezogen. Jedoch wollte ich ihnen nicht mehr zur Last fallen, also brach ich die Schule ab und nahm eine Stelle in einer örtlichen Fabrik an. Paul und ich gingen auf dieselbe Schule und trafen uns wieder auf einem Klassentreffen, als wir 21 waren. Es funkte sofort und wir begannen, uns zu verabreden. 3 Jahre, nachdem Paul die Universität absolviert hatte, heirateten wir. Seit unserer Ehe unterstütze ich meinen Mann, kümmere mich um den Haushalt und erziehe unsere Tochter, während ich Teilzeit arbeite. Mama, bring mir bei, wie man singt. In letzter Zeit hat Janice mich das ziemlich oft gefragt. Weder Paul noch ich haben die Absicht, sie zur Musik zu drängen. Ich mag Musik. Ich war die Präsidentin des Chorclubs in der Schule. Ich liebe es immer noch zu singen und nehme sogar als Hobby Gesangsunterricht. Wenn sowohl Paul als auch ich zu Hause sind, singe ich oft zu seiner Musik. Und vielleicht hat Janice deshalb ein natürliches Interesse an Musik entwickelt. Ich möchte so schön singen können wie du, Mama. Wenn ich sie das mit einem Lächeln sagen sehe, kann ich nicht anders als zurückzulächeln. Als ich Paul davon erzählte, reagierte er mit Freude und sagte: Es ist ein Segen, dass sie Musik genießt. Wir waren uns jedoch einig, dass es besser wäre, wenn ein Profi ihr die Grundlagen des Gesangs beibringt, und beschlossen, sie am nächsten Tag zu dem Gesangslehrer zu bringen, den ich oft besuche. Ich hoffe, dass eines Tages Janice und ich zusammen mit Pauls Musik auftreten können. Mit diesen glücklichen Gedanken schlief ich an diesem Tag ein. 3 Tage später, als ich nach dem Einkaufen nach Hause kam, rief meine Schwiegermutter an. Sie begann, mich zu erniedrigen, seit sie herausfand, dass ich die Schule abgebrochen hatte, als ich Paul geheiratet hatte. Um ehrlich zu sein, ist sie nicht meine Lieblingsperson. Oft überhäuft sie mich mit Beleidigungen wie: Kannst du nicht einmal das? Du bist so langsam. Deine Eltern taugten wohl nichts, HM. Deshalb hast du die Schule abgebrochen, oder? Ich frage mich, ob sie wieder etwas Gemeines sagen wird. Mit einem Gefühl der Besorgnis nahm ich einen Anruf meiner Schwiegermutter entgegen. Hallo, ist Janice gerade da? Es tut mir leid, sie ist gerade beim Gesangsunterricht. Sie ist nicht zu Hause. Nachdem ich das gesagt hatte, wurde mir klar, dass ich etwas verraten hatte, aber es war zu spät. Warum hast du mir nicht gesagt, bevor du sie zu so etwas gehen lässt? Du denkst wirklich nicht nach. Ich werde ihr beibringen. Meine Schwiegermutter, genau wie mein Mann Paul, schloss als Jahrgangsbeste von einem renommierten Musikkonservatorium ab. Sie ist eine sehr talentierte Musikerin. Sie verwöhnt unsere Tochter und behandelt sie mit so viel Liebe. Allerdings neigt sie vielleicht wegen ihrer Position als Jahrgangsbeste dazu, in Bezug auf Musik und Bildung herablassend zu sein. Paul und seine Schwester wurden früher von ihr intensiv in Musik unterrichtet, bis sie anfingen, es zu verabscheuen. Ich bin sicher, es würde auch bei ihrer Enkelin genauso sein. Es wäre ein Problem, wenn Janice, die gerade erst Interesse an Musik entwickelt hatte, sie zu hassen beginnt, wegen der herablassenden Art, wie sie unterrichtet wird. Schwiegermutter, ich schätze Ihr Angebot, aber ich möchte, dass Janice ihre Freiheit in dieser Sache hat.
Sie wird sich nicht verbessern. Sie spielt nur herum. Lass sie sofort aufhören. Auch wenn sie das sagen, liegt es wirklich an Janice. Ich kann sie nicht zwingen, aufzuhören. Ich bin sicher, es wäre viel besser, wenn ich ihr beibringe. Mit diesen Worten beendete sie abrupt das Gespräch. 3 Monate vergingen und ich hatte den Vorfall fast vergessen, als meine Schwiegermutter beschloss, unser Haus zu besuchen. Es ist eine Weile her, nicht wahr? Oh, wie geht es Janice? Sie schien glücklich zu sein, ihre Enkelin nach so langer Zeit zu sehen. Kaum, dass sie unser Haus betrat, hob sie Janice sofort in ihre Arme, ohne uns kaum zu begrüßen. Es traf sich, dass Janice an diesem Tag frei von ihrem Gesangsunterricht hatte und die ganze Familie war zu Hause. »Oma, ich kann jetzt gut singen«, prahlte Janice vor ihrer Großmutter. »Wirklich? Kannst du mir dann etwas vorsingen?« Ich machte mir Sorgen darüber, was meine Schwiegermutter zu Janice sagen könnte, also griff ich ein. »Wie wäre es, wenn wir erst essen, bevor wir sie singen hören?« Es ist schließlich Mittagszeit. Da es Mittag war, versuchte ich, sie damit abzulenken, aber unterbrich sie nicht, wenn sie gerade singen will, wies meine Schwiegermutter meinen Vorschlag mit einem einzigen Kommentar zurück. Es tut mir leid, liebe Janice, kannst du für mich singen? Fragte meine Schwiegermutter. Als sie das hörte, begann Janice zu singen. Aus der Perspektive einer Schwiegermutter, die als Jahrgangsbeste eines Musikkonservatoriums abschloss, muss der Gesang meiner Tochter ziemlich ungeschickt geklungen haben. Ich hatte ein mulmiges Gefühl in mir, besorgt, dass meine Tochter einige spitze Bemerkungen von ihr bekommen könnte. Jedoch applaudierte meine Schwiegermutter und lobte meine Tochter und sagte: »Du hast es gut gemacht. Du hast viel geübt.« Weit entfernt davon, irgendwelche sarkastischen Bemerkungen zu machen. »Danke, Oma!« Meine Tochter schien glücklich zu sein, gelobt zu werden. Ich atmete erleichtert auf, in der Annahme, dass selbst meine strenge Schwiegermutter keine spitzen Bemerkungen zu ihrer Enkelin machen würde. Ich dachte, Mama würde etwas sagen. Ich war ein wenig erleichtert. Paul flüsterte mir mit erleichtertem Blick zu. Danach geschah nichts Besonderes mehr, aber als der Abend kam, wurde mir klar, dass Janice eingeschlafen war. »Entschuldigung, Schwiegermutter, da Janice eingeschlafen ist, werde ich sie in ihr Zimmer bringen.« Ich hob Janice auf und trug sie in ihr Schlafzimmer. Nachdem ich meine Tochter zu Bett gebracht hatte, kehrte ich ins Wohnzimmer zurück. Kaum war ich ins Wohnzimmer zurückgekehrt, sagte meine Schwiegermutter zu mir: »Hast du nicht gedacht, dass Janices Gesang heute schrecklich war, Erica? Es ist Geldverschwendung, sie in eine Klasse gehen zu lassen, die ihr nur das beibringen kann. Ich werde ihr selbst beibringen.« Ich denke, das ist es, was sie dachte, nachdem sie meine Tochter heute singen gehört hatte. Aber wie ich schon sagte, können wir das nicht entscheiden, ohne zu hören, was Janice dazu sagt. Wenn du weiterhin so weiche Sachen sagst, wird sie nie etwas anderes singen können. Meine Schwiegermutter schien nicht gewillt zu sein, mir zuzuhören, egal was ich sagen könnte. Ich bat Paul, etwas zu sagen, aber wenn es um Musik ging, konnte er seiner Mutter nicht widersprechen und er schwieg. Etwa 5 Minuten Stille folgten und es war Paul, der nachgab und sagte: »In Ordnung, Mama, bring Janice eine Weile das Singen bei.« Als ich diese unglaublichen Worte aus Pauls Mund hörte, wurde mir schwindlig. Ist das irgendein Scherz? Ist es ihnen egal, wie Janice sich fühlt? Nach allem, sie war so glücklich, sich für Musik zu interessieren. Was, wenn Janice die Musik hasst, weil sie so streng von ihrer Großmutter unterrichtet wird? Moment mal, ist das nicht ein bisschen zu egoistisch? Ich konfrontierte Paul, als Ärger in mir hochkochte. Was können wir tun? Wenn es um Musik geht, ist sie viel besser als ich. Und es ist eine Tatsache, dass ich durch ihren Unterricht besser geworden bin. Ich war so wütend, dass ich am liebsten Janice sofort geweckt hätte und mit ihr das Haus verlassen hätte. Also, ich nehme an, das bedeutet, dass Janice, wie ich gesagt habe, den Gesangsunterricht beendet, oder? Fragte meine Schwiegermutter mit einem triumphierenden Blick Paul und mich.
In Ordnung, aber denken Sie daran, dies ist kein Musikkonservatorium, also bitte, tun Sie absolut nichts, was Janice nicht gefallen könnte. Ich weiß, dass Sie wissen, dass ich nicht ungebildet bin wie Sie. Ich sagte, was ich sagen musste, zumindest wissend, dass sie nicht nachgeben würde, und ließ sie für den Tag nach Hause gehen. In dieser Nacht entschuldigte sich mein Ehemann für das Verhalten seiner Mutter, aber ich wollte sein Gesicht nicht einmal sehen. Ich ignorierte ihn und ging zu Bett. Am nächsten Morgen sagte ich meiner Tochter Janice: Ab heute, anstatt zum Gesangsunterricht zu gehen, lassen wir Oma dich hier zu Hause singen beibringen, in Ordnung? Als sie das hörte, sah sie sehr traurig aus, sagte aber nichts und nickte nur. Es tut mir leid. Als ich sie so sah, konnte ich nur um Entschuldigung bitten. Dann, gegen Mittag, kam meine Schwiegermutter bei uns zu Hause an. Janice, ab heute wird Oma dir beibringen, noch besser zu singen, sagte sie das zu meiner Tochter mit einem Lächeln. Kaum hatte die Lektion begonnen, wurde der Unterrichtsstil meiner Schwiegermutter immer strenger. Innerhalb einer Stunde sagte sie: Du liegst falsch. Du machst denselben Fehler an derselben Stelle. Mach es noch einmal. Deshalb wollte ich nicht, dass sie unterrichtet. Ich wusste, dass es so kommen würde. Schwiegermutter, das ist nicht das, was wir vereinbart haben, oder? Könnten Sie ein bisschen sanfter sein? Wovon redest du? Ich bin sanft. Misch dich nicht ein. Warum machst du nicht leise etwas Hausarbeit, die du kaum bewältigen kannst? 4 Stunden vergingen und endlich endete die Lektion meiner Schwiegermutter. Nun, wir sehen uns morgen. Erinnere dich daran, was wir heute geübt haben. Mit diesen Worten ging sie, scheinbar zufrieden mit sich selbst. Wenn ich so angeschrien werde, will ich nicht mehr singen, sagte Janice, während sie in ihrem Stuhl saß, zu mir. Ich hegte einen intensiven Hass auf meine Schwiegermutter, wie ich ihn noch nie zuvor gefühlt hatte, und nahm meiner Tochter ihre Freude, indem ich mich nur um ihre eigene Zufriedenheit kümmerte. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Schwiegermutter ihren Willen durchsetzt. Ihre Gesangsstunden gingen in den folgenden Tagen weiter. Nach etwa einer Woche jedoch sagte mir Janice: Ich will nicht, dass Oma mich weiter unterrichtet. Ich will nicht singen. Angesichts der Art und Weise, wie meine Schwiegermutter unterrichtete, dachte ich, es sei unvermeidlich. Du musst dich nicht zwingen. Wenn du aufhören willst, ist das auch in Ordnung. Also willst du nicht zurück in den Gesangsunterricht gehen? Es war etwas, das sie begonnen hatte, weil sie es wollte, und ich wollte, dass sie weitermacht. Also fragte ich sie danach, wenn es dieser Unterricht ist. Es schien, als hätte Janice nicht das Singen selbst gehasst. Es scheint, dass die harten Worte ihrer Großmutter und das Fehlen von Lob, auch wenn sie das Gefühl hatte, gut abgeschnitten zu haben, es ihr unangenehm machten. Warum versuchst du nicht, zu deinen Gesangsstunden zurückzukehren und es noch einmal zu versuchen? Fragte ich Janice. Als wäre sie nicht einen Moment zuvor noch verstimmt gewesen, hellte sie sich auf und nickte begeistert. Also, es tut mir leid, das zu sagen, Großmutter, aber ab morgen wird Janice zu ihren ursprünglichen Gesangsstunden zurückkehren. Am nächsten Tag teilte ich Janices Gefühle ihrer Großmutter am Telefon mit. Wie kann sie nach nur einer Woche über das Aufgeben jammern? Ist es nicht deine Schuld, dass du so ein schwaches Kind großgezogen hast? Nun, das mag sein. Aber obwohl du als Jahrgangsbeste von einer angesehenen Musikschule absolviert hast, scheint das der einzige Weg zu sein, wie du unterrichtest. Janice hat mir gesagt, dass sie ihren Gesangslehrer bevorzugt. Als ich erwiderte, schimpfte die Großmutter am Telefon, aber ich ignorierte sie und legte auf. Ob sie nun Klassenbeste war oder nicht, es war ziemlich befriedigend, dass ihre eigene Unterrichtsmethode dazu führte, dass sie von ihrer Enkelin, die ihren Gesangslehrer bevorzugte, nicht gemocht wurde. Nachdem hörten die Besuche der Großmutter auf. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen und ihr gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn sie nicht mehr zum Unterrichten kommt.
Janice wollte es auch nicht mehr. Ich fühle mich auch so, als hätte ich etwas Unverzeihliches Janice angetan. Früher war meine Mutter sehr streng mit mir in Bezug auf Musik, also konnte ich nichts sagen. Aber ich dachte, sie würde nicht so hart zu ihrer Enkelin sein. Es tut mir wirklich leid. Diese Nacht, als ich das meinem Mann Paul erzählte, schien er zutiefst bedauernsvoll und entschuldigte sich. Ich war so wütend, als Paul vorschlug, den Gesangsunterricht von Janice zu beenden und die Großmutter unterrichten zu lassen, und sagte, dass ich fast das Gefühl hatte, ihn schlagen zu wollen. Aber glücklicherweise kam Janice nicht dazu, die Musik zu hassen, also beschloss ich, ihm zu vergeben. 2 Wochen später sagte Paul: Meine Schwester heiratet in einem Monat und sie bittet uns aufzutreten. Ich hatte noch nie auf der Hochzeit eines anderen aufgetreten. Welche Art von Aufführung erwartet sie? Ich hatte geplant, ein paar Leute aus meiner Band mitzubringen und ein kleines Konzert zu geben, aber meine Schwester möchte wirklich, dass du und meine Mutter auch singt. Ich war nicht besonders begeistert von der Idee. Aber als ich hörte, dass die Großmutter auch auftreten würde, akzeptierte ich widerwillig Pauls Vorschlag. Also bedeutet das, dass ich mit deiner Mutter singen werde? Nun ja, das scheint so zu sein. Singen mit meiner Schwiegermutter, ausgerechnet. Ich fragte mich, ob das in Ordnung sein würde. Aber wenn ich bei dieser Aufführung besser als sie singe, frage ich mich, was sie sagen wird. Ich begann am nächsten Tag zu üben, aber es gab keine Anzeichen dafür, dass meine Schwiegermutter überhaupt übte. Mutter, wirst du nicht üben? Mir geht es gut. Ich bin viel besser als du, auch ohne zu üben. Schließlich ist Üben etwas, das Menschen wie du, die nicht sehr gut sind, tun müssen. Ich fragte aus Neugier, aber die einzige Antwort meiner Schwiegermutter war Sarkasmus. Ich beschloss, dass es Zeitverschwendung sei, mich mit ihr zu beschäftigen, und konzentrierte mich auf meine eigenen Vorbereitungen. Nachdem wir entschieden hatten, welches Lied wir aufführen würden, erhöhte ich auch die Häufigkeit meiner Gesangsstunden. Ich war es leid, von meiner Schwiegermutter verspottet zu werden. Und vor allem war ich besorgt darüber, nach so langer Zeit ohne angemessenes Training in der Öffentlichkeit zu singen. Am Tag der Hochzeit meiner Schwägerin verlief die Zeremonie reibungslos und die Zeit für die Unterhaltung war endlich gekommen. Zuerst ging mein Mann Paul auf die Bühne und begann, seine Musik zu spielen. Wie erwartet, da er regelmäßig spielt, war er selbstbewusst und strahlte eine elegante Aura aus. Ich war völlig fasziniert von Pauls Auftritt. Mir geht es heute nicht gut. Könntest du alleine singen? Dann, aus heiterem Himmel, sagte meine Schwiegermutter, ich solle solo singen. Was? Das ist so plötzlich. Das ist nicht fair. Nun, wir können nichts dagegen tun. Oder was, schämst du dich, vor anderen zu singen, weil du ungebildet und hässlich bist? Sie sagte dies ohne einen Hauch von Reue. Okay, ich weiß, was sie absichtlich macht, dachte ich und beschloss zu kontern. Da ich ungebildet und hässlich bin, habe ich hart geübt, also werde ich mich nicht schämen, vor anderen zu singen. Ich habe dich mehrmals gefragt, ob du üben musst, aber du hast keine Anzeichen dafür gezeigt. Könnte es sein, dass du tatsächlich eine schreckliche Sängerin bist? Das ist nicht wahr, erhob meine Schwiegermutter ihre Stimme als Antwort auf meine Frage. Die Menschen um uns herum begannen sich zu fragen, was los war. Ah, entschuldigt, es ist nichts. Ich stand von meinem Sitz auf, entschuldigte mich bei den Umstehenden und drängte meine Schwiegermutter weiter. Als Jahrgangsbeste des Musikcolleges sprichst du groß darüber, anderen etwas beizubringen, nicht wahr? Fliehst du, weil es dir peinlich ist, mit mir zu singen, da ich besser bin? Ich flüsterte ihr das ins Ohr. Was hast du gesagt? Das kann nicht wahr sein. Wenn ich mit einer ungebildeten, hässlichen Person wie dir singe, würde das mich nur ablenken. Haben dir deine Eltern das nicht beigebracht? Du und deine Eltern seid wirklich unfähig. Sie verunglimpfte mich als ungebildet und hässlich und beleidigte sogar meine Eltern vor allen.
Verlegen und wütend wollte ich in diesem Moment weglaufen. Aber wenn ich jetzt weglaufen würde, würde es sie nur glücklich machen. Was sitzt du nur da? Beeil dich und geh. Okay, dann werde ich das tun. Entschuldigt mich. Gerade als Pauls Auftritt endete, nahm ich seinen Platz auf der Bühne ein. Ich sollte mit meiner Schwiegermutter singen, aber da es ihr nicht gut ging, werde ich solo singen. Statt des Liedes, das ich mit ihr singen sollte, wählte ich eine Arie aus. Die Hochzeit des Figaro, die ich oft gesungen hatte, als ich noch im Wettbewerb war. Und so begann ich zu singen. In diesem Moment, vielleicht aufgrund des Gesangstrainings, das ich absolviert hatte, war meine Verfassung ausgezeichnet. Und ich konnte das schönste Vibrato erzeugen, das ich je erreicht hatte. Es war erstaunlich. Das Publikum war von meinem Gesang mesmerisiert und sagte Dinge wie: Wow, ihre Stimme ist unglaublich. Und ist sie eine Profi? Als ich mein Lied ohne Schwierigkeiten beendet hatte, gab mir das Publikum stehende Ovationen und überschüttete mich mit donnerndem Applaus. Glückwunsch zur Hochzeitsschwägerin. Ihr wisst, ich war in der Schule Chorleiterin. Es ist einige Jahre her, dass ich das letzte Mal vor einem Publikum gesungen habe, also war ich ein bisschen nervös. Wie habe ich es gemacht? Vielen Dank fürs Zuhören. Nach dieser Aussage kehrte ich zu meinem Platz zurück. Meine Tochter, mit funkelnden Augen, flehte: Mama, deine Stimme war so schön. Kannst du mir das nächste Mal beibringen? Als sie das sah, sagte meine Schwiegermutter mit offensichtlicher Eifersucht in einem Huff: Jeder kann so singen, übertreib es nicht. Sie verpasste nie eine Gelegenheit, mein Singen herabzusetzen. Gerade als ich dachte, der Unterhaltungsteil sei vorbei, sagte meine Schwägerin unerwartet: Schwiegermutter, du solltest auch singen. Worte, die ich von meiner Schwägerin nicht erwartet hatte. Meine Schwiegermutter war verblüfft und sah ihre Tochter verwirrt an und fragte: Ich? Ich habe dich noch nie singen hören, Mama. Und da du mir so viel über Musik beigebracht hast, als ich jung war, würde ich wirklich gerne hören, wie du singst, drückte meine Schwägerin mit ehrlicher Aufrichtigkeit aus. Die Anwesenden stimmten ein: Schwiegermutter, du solltest definitiv singen. Es hatte sich herumgesprochen, dass meine Schwiegermutter als Jahrgangsbeste von einer renommierten Musikschule absolviert hatte. Und die Menge wurde zunehmend begeistert von ihrer Aufführung, was eine Atmosphäre schuf, in der sie das Gefühl hatte, singen zu müssen. Nun, bei all dem, denke ich, musst du jetzt singen, oder? Ich zögerte nicht, hinzuzufügen. In Ordnung, wenn ihr darauf besteht, antwortete sie und ging zur Bühne. In dem Moment, als meine Schwiegermutter die Bühne betrat, erreichte die Energie im Raum ihren Höhepunkt. Aber als sie zu singen begann: Warte, nein, ich könnte sogar eine bessere Sängerin sein. Solche Murmeln waren im Publikum zu hören. Sie muss sie auch gehört haben. Die Stimme meiner Schwiegermutter schien zwar nicht optimal, aber selbst unter Berücksichtigung dessen war ihr Gesang furchtbar. Sie kritisierte immer das Singen anderer, aber ihre Tonhöhe war überall. Ehrlich gesagt, fühlte ich, dass ich immer noch die bessere Sängerin war. Die Atmosphäre wurde unangenehm, als ihre Aufführung endete. Anders als bei meinem Gesang war der Veranstaltungsort von einer kalten Atmosphäre erfüllt und der Applaus war spärlich. Alle benahmen sich, als hätten sie etwas gesehen, was sie nicht hätten sehen sollen, als hätte ihr Auftritt nie stattgefunden. Nachdem ich zu unserem Tisch zurückgekehrt war, rief meine Schwiegermutter, ihr Gesicht rot vor Wut, mir zu: Deswegen wollte ich nicht singen. Wenn du ordentlich gesungen hättest, hätte meine Tochter mich nicht gebeten, das zu tun. Sie sagte das mit einem so wütenden Ton zu mir, aber ich verstand nicht, warum. Meine Schwägerin hatte ihre Mutter gebeten zu singen. Mir schien, als wollte sie wirklich, dass die Hochzeit durch die Stimme ihrer Mutter gesegnet wird, die ihr seit ihrer Kindheit streng über Musik beigebracht hatte. Denkst du das? Mir scheint, sie wollte wirklich, dass du singst. Ich teilte meine ehrlichen Gedanken mit.
Meine Schwiegermutter entgegnete: Auf keinen Fall. Ich bin sicher, sie wusste, dass ich schlecht singe und dass es ihre Art, mich bloßzustellen. Ich war völlig erstaunt über ihre Antwort. Sie hatte immer die Musik und die Auftritte anderer kritisiert, wollte aber selbst nicht in der Öffentlichkeit singen, weil sie schlecht darin ist. Sie zögerte nie, sich über die Musik anderer zu beschweren. Aber es war so, als würde sie sagen: Ich akzeptiere keine Beschwerden, obwohl ich selbst eine schlechte Sängerin bin. Eine solche egozentrische Einstellung wird nicht akzeptiert. Meine Tochter Janice könnte ihre neu entdeckte Liebe zur Musik durch ihre Großmutter zerstört sehen. Ich konnte die Einstellung meiner Schwiegermutter nicht mehr ertragen. Also, eine Person, die an einer renommierten Musikschule studiert hat und die Musik anderer kritisiert, tut dies nur, weil sie so schlecht singen kann. Aber Schwiegermutter, ist es nicht großartig, dass du alleine singen kannst, ohne mit einer schrecklichen Sängerin wie mir singen zu müssen? Ich antwortete meiner Schwiegermutter mit einem sarkastischen Ton: Wie kannst du das sagen? Es ist deine Schuld, dass ich mich blamieren musste. Es ist nicht nett, das vor deiner Tochter zu sagen. Ich bin sicher, sie ist zufrieden, ihre Mutter singen zu hören. Als ich diese Worte aussprach, verstummte meine Schwiegermutter. Es gab ein Raunen unter denen, die gehört hatten, was ich meiner Schwiegermutter gesagt hatte. Aber abgesehen davon verlief die Zeremonie reibungslos und endete ohne Probleme. 2 Tage nach der Zeremonie stürmte meine Schwiegermutter in unser Haus. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich möchte, dass du dich für das entschuldigst, was passiert ist. Ich war überrascht von ihrem plötzlichen Besuch, aber ich entgegnete: Wofür soll ich mich genau entschuldigen? Mir war nicht bewusst, dass dein Gesang so schlecht war. Stattdessen denke ich, dass du uns eine Entschuldigung schuldest, antwortete ich. Was meinst du? Ich habe absolut nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste. Es ist deine Schuld, dass ich gezwungen war, dieses Lied, das ich hasste, zu singen und mich zu blamieren. Nein, nicht mir, Janice. Wegen dir hat Janice fast die Musik gehasst, die sie zu genießen begonnen hatte. Auch wenn du von einer renommierten Musikschule absolviert hast, warum quälst du ein Kind, das Interesse an Musik entwickelt hat, nur weil die Dinge nicht nach deinem Willen gingen? Ist das das, was du in deiner Musikschule gelernt hast? Ich habe keine musikalische Ausbildung von dir erhalten, konnte aber bei der Rezeption singen und sogar Applaus erhalten. Wie steht es mit dir, Schwiegermutter? Soll ich dir Gesangsunterricht geben? Ich werde dich gründlich unterrichten. Meine Schwiegermutter war sprachlos, als sie hörte, was ich sagte. Wenn du nichts anderes zu besprechen hast, bitte verlasse unser Haus. Ich werde nicht dulden, dass du dich weiterhin in die Musik unserer Tochter oder meines Mannes einmischst. Nachdem sie das gehört hatte, verließ meine Schwiegermutter unser Haus ohne ein weiteres Wort, die Schultern gesenkt in Niederlage. Ich empfand eine gewisse Befriedigung, mich so heftig in ihrem Fachgebiet der Musik zur Wehr setzen zu können. Es hatte sich wirklich gelohnt, mein Gesangstraining seit meiner Jugend fortzusetzen. Ohne das Gesangstraining hätte ich vielleicht nicht so viel Applaus bei der Hochzeitsrezeption meiner Schwägerin erhalten. Ich frage mich, wie meine Schwiegermutter, die immer damit geprahlt hatte, als Jahrgangsbeste von einer renommierten Musikschule abgeschlossen zu haben, sich gefühlt haben muss, als sie auf diese Weise von jemandem wie mir, der nur einen Realschulabschluss hat und nur ein Chormitglied war, zurechtgewiesen wurde. Ehrlich gesagt empfand ich eine gewisse dichterische Gerechtigkeit gegenüber meiner Schwiegermutter. Ich dachte, geschieht ihr Recht? Sie sollte nicht mehr so hochnäsig sein. Es ist 1 Monat seit der Hochzeitszeremonie meiner Schwägerin vergangen und mittlerweile besucht meine Schwiegermutter gelegentlich unser Haus, beschwert sich aber nicht mehr über das Singen meiner Tochter. Tatsächlich störte es mich nicht, dass meine Schwiegermutter zu Besuch kam, da sie nichts mehr über Musik sagte. Meine Tochter Janice, die in letzter Zeit viel in ihrem Gesang verbessert hat, stellt sich einer etwas schwierigen Aufgabe, die ihr in ihrer Klasse gestellt wurde.
Mama, dieses Lied ist schwer, aber ich werde versuchen, es schön zu singen, erklärte sie und übte enthusiastisch. Das ist großartig, du gibst dein Bestes. Du wirst es definitiv gut machen. Obwohl ich gerne singe, kenne ich mich nicht gut mit den technischen Aspekten aus. Daher hatte ich keine Ahnung, was an dem Lied schwierig war. Aber als ich sah, wie hart meine Tochter arbeitete, war das alles, was ich sagen konnte. An diesem Tag beobachtete meine Schwiegermutter, die zufällig unser Haus besuchte, die Interaktion zwischen mir und Janice und sagte: Erica, dieses Lied ist nichts, was man einfach nur mit seinem besten Bemühen bewältigen kann. Janice, hör gut zu, du solltest es so machen. Es war unglaublich freundlich und geduldig von ihr, was angesichts ihrer früheren Art unvorstellbar war, zu erklären, bis Janice es verstand. Oh, danke, Oma. Jetzt ist es leichter zu singen, sagte Janice, als sie aufmerksam auf den Rat ihrer Großmutter hörte und hart daran arbeitete, ihre Aufgabe zu meistern. Erica, ich habe früher auf jeden herabgesehen, der Musik machte, ohne von einem Musikcollege absolviert zu haben. Aber nachdem ich jemanden wie dich getroffen habe, der so schön singen kann, ohne einen Musikabschluss zu haben, habe ich meine Meinung geändert. Schließlich sollten wir Musik genießen. Könntest du mir das nächste Mal beibringen zu singen? Sagte meine Schwiegermutter und sah Janice singen. Ich war überrascht, so etwas plötzlich zu hören. Aber ich bin sicher, der sarkastische Kommentar, den ich nach der Hochzeit meiner Schwägerin gemacht hatte, hatte seine Wirkung. Meine Lektionen sind hart, weißt du, gab ich zu. Oh, ich werde nichts Schlimmes mehr tun. Es tut mir auch leid für Paul, obwohl es jetzt zu spät ist. Aber wenn du hart sein wirst, Erica, bin ich darauf vorbereitet. Nachdem ich das von meiner Schwiegermutter gehört hatte, fühlte ich mich sicher, dass sie nichts mehr über ihre Musik sagen würde. Obwohl viel passiert war, ließ die Spannung zwischen meiner Schwiegermutter und mir nach. Und seitdem sind wir oft zusammen zum Karaoke gegangen und wurden eng genug, um zusammen zu singen. Ich hoffe, dass eines Tages, wenn Janice noch besser im Singen wird, wir vier, ich, Paul, Janice und meine Schwiegermutter, eine lustige Jam-Session haben können.